Ich bin Bianca Eickemeyer, bin die hauptamtliche Koordinatorin des Projektes Pflegebegleiter. Hier am Standort in Bad Langensalza gibt es das Projekt jetzt seit 9 Jahren. Und es sind derzeit 11 ehrenamtliche Kolleginnen, die sich engagieren und die pflegenden Angehörigen begleiten, Hilfsangebote aufzeigen, unterstützen und beraten vor allem. Mein Name ist Hannelore Stacke und ich begleite das Projekt Pflegebegleiter ehrenamtlich seit 2015. Ja, die Motivation für dieses Projekt ist eigentlich die Resonanz, die ich von den Pflegebegleitern bekomme, einerseits und andererseits halt von den pflegenden Angehörigen selbst. Durch meine berufliche Erfahrung habe ich gemerkt, dass da Bedarf besteht. Und ich möchte gern diesen Menschen helfen, die dann plötzlich in einer so krassen Situation sind und nicht wissen, wie geht es weiter, an wen wende ich mich, wer kann mir da Hilfestellung geben. Und da möchte ich mit da sein. Wir haben einen Pflegebegleiterstammtisch. Es ist ein offenes Angebot, das sich mit Problemen, Fragen, ein Stückchen Entspannung, auch mal Abschalten von der Pflege beschäftigt. Wir thematisieren nach Wünschen, das heißt nach Krankheitsbildern mitunter, oder organisieren auch andere Vorträge, um halt auch zu hören, was muss ich als pflegender Angehöriger tun, um es halt für meinen Angehörigen noch besser zu gestalten. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir uns noch stärker vernetzen können mit anderen Angeboten, Projekten, Einrichtungen, die es hier gibt. Und auf der anderen Seite auch ein Angebot schaffen können oder Neugier wecken können für jüngere Kolleginnen, die uns verstärken. Von Herzen, Abo!